Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna. Wir lesen aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, aus dem 5. Kapitel, Karma Yoga, Handeln im Krishna-Bewusstsein, Vers 8 und 9. Naivakinchit karomiti yukto manyeta tattvavit pashyan shrinvan sprishan chigran ashnan gajan swapan swasan palapan visichan grenan unmishan nimishan api indriyan indriyarteshu vartanta iti dharayan. Ein Mensch im göttlichen Bewusstsein weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt, obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Erläuterung: Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein befindet sich auf der reinen Stufe des Daseins und folglich hat er nichts mit Tätigkeiten zu tun, die von 5 direkten oder indirekten Ursachen abhängig sind, nämlich dem Handelnden, der Handlung, den Umständen, der Bemühung und der Vorsehung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er sich im liebevollen, transzendentalen Dienst Krishnas beschäftigt. Obwohl er äußerlich gesehen mit seinem Körper und seinen Sinnen handelt, ist er sich immer seiner eigentlichen Stellung bewusst, die darin besteht, spirituell tätig zu sein. Im materiellen Bewusstsein sind die Sinne mit Sinnenbefriedigung beschäftigt. Doch im Krishna-Bewusstsein sind die Sinne damit beschäftigt, Krishnas Sinne zufriedenzustellen. Deshalb ist ein Krishna-bewusster Mensch stets frei, selbst wenn es so scheint, als sei er mit den Sinnesobjekten beschäftigt. Tätigkeiten wie Sehen und Hören sind Funktionen der wissenserwerbenden Sinne, wohingegen Bewegung, Sprache, Entleerung und so weiter Funktionen der Arbeitssinne sind. Ein Krishna-bewusster Mensch wird niemals von den Tätigkeiten der Sinne beeinflusst. Er kann nichts anderes tun, als sich im Dienst des Herrn zu betätigen, da er weiß, dass er der ewige Diener des Herrn ist. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Garuti Vachalam Pankung Langaya Tegirim Yat Kripatamang Vande Shri Gurun Dina Taranam Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabhadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ja, also, wir hören hier über den Bewusstseinszustand eines fortgeschrittenen Yogis, eines fortgeschrittenen Devotis, der seine physische Identifikation überwunden hat und sich wirklich versteht als spirituelle Seele. So, in Theorie sind wir uns alle einigermaßen darüber bewusst. Ja, wir haben gehört von Prabhupada, ja, und den Schriften, dass wir nicht der Körper sind, dass wir die Seele sind. Ja, das wissen wir alle. Ne? Das wissen wir alle. Aber hier hören wir von einem Devoti, der das in jeder Situation, in jeder Handlung versteht. Ja, hier heißt es, wenn er sieht, wenn er hört, wenn er berührt, wenn er riecht, wenn er isst, also bei allen Tätigkeiten, Svapan, sogar wenn er träumt, hier steht, sogar wenn er träumt, ist er sich bewusst, dass er nicht der Körper ist, sondern die Seele. Das ist ein sehr fortgeschrittener Bewusstseinszustand. Ja? So,
Ja, das ist ein Unterschied zwischen dem Glauben, der Theorie und dann der Verwirklichung. Ja, das nennt sich Jnana und Vijnana. Jnana heißt theoretisches Wissen und Vijnana heißt verwirklichtes Wissen. Und hier hören wir eben von einem Devote, der es in jener Situation versteht. Ich bin nicht der Körper, ich bin eine Seele in einem Körper, eine verkörperte Seele. Und als solcher Devote, heißt es, ist sogar im Moment des Todes nicht verwirrt. Diras Tatrana Muyati heißt es im 13. Kapitel, Vers des 2. Kapitels. Ja, sogar im Moment des Todes ist man total, ja, wird man nicht verwirrt. Man weiß, was passiert, man ist nicht schockiert, man ist nicht aufgeregt, man kann sogar cool sein beim Sterben. Und wie es heißt, der Moment des Todes ist ja der letztliche Test, wie viel man wirklich verstanden hat im Leben. Ja, so wie alle mal zur Schule gegangen sind, die meisten von uns sind doch irgendwann mal zur Schule gegangen, manche mehr, manche weniger, manche mehr gerne, manche weniger gerne, aber wir wissen alle, wir mussten da irgendwas lernen. Aber warum mussten wir was lernen? Warum mussten wir was lernen? Weil wir wissen, irgendwann kommt die Prüfung. Meistens, weil das war etwas, irgendwann kommt eine Prüfung und da wird es kritisch. Meistens haben wir nicht gelernt, weil wir dachten, hey, das Boah, das ist so super, ich will das unbedingt lernen. Komisch, oder? Eigentlich soll es doch so sein, dass man sagt, wow, also jetzt zum Beispiel im Krishna-Bewusstsein ist das für mich schon der Fall, dass man lernt ja immer noch, dass ich das gerne lerne und wirklich gerne lese und mich beschäftige und darüber nachdenke. Das interessiert mich. Ja, aber im materiellen Leben, da haben wir so viele Dinge gelernt, die uns nicht interessiert haben und wir haben so viel Zeit verschwendet, so viel Energie verschwendet. Dieses ganze Schulsystem ist eigentlich voll für den Hugo, weil du wirst gezwungen, was zu lernen, was dich nicht interessiert und was du auch nie wieder brauchst praktisch. Ein so bescheuertes Schulsystem. In der vedischen Kultur war das auch ganz anders. In der vedischen Kultur ist ganz anders. Da wurde man ausgebildet gemäß seinen Talenten. Und die wurden gefördert. Und wenn das nicht das Talent war von jemandem, ein großer Gelehrter zu sein, dann hat man den da gar nicht gestresst mit. Ein Shudra zum Beispiel, ein Arbeiter in der vedischen Kultur, der hat nicht mal lesen und schreiben gelernt. Ja, und wir würden sagen, das ist ja schrecklich. Wie geht denn das? Das in Österreich, Marie-Therese, ja, irgendwann einmal hat da die Schulpflicht eingeführt, dass wir alle lesen und schreiben können. Manche Menschen wollen das nicht. Und nicht nur wollen die es nicht, die brauchen das auch gar nicht. In der vedischen Kultur der Shudra, der brauchte das gar nicht. Da hat er gar keine Zeit verschwendet. Der hat das gelernt, was sein Talent, seine Neigung ist. Und der war dann ein super Shudra. Und wir denken, ah, Shudra, viertklassig, ganz unten in der Pyramide der Gesellschaft. Aber ein guter Shudra ist Gold wert. Also ich bewundere Shudras, weil ich bin so unhandwerklich, wie sagt man, ja. Ich habe zwei linke Hände. Ich meine, vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich treffe vielleicht schon irgendwie den Nagel, nachdem ich meinen Kopf getroffen habe, vielleicht so im Schock treffe ich dann noch den Nagel drin. Ja. Aber ja, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber jemand, der handwerklich begabt ist und der wirklich das versteht und das machen kann, das ist eigentlich eine Kunst. Eigentlich ist ein richtiger Shudra, ein Künstler fast. Ja. Aber Künstler sind meistens auch ein bisschen, nicht ganz so praktisch. Ein Shudra ist eigentlich, das ist ja praktisch. Der macht, ich meine, hier, wer hat den ganzen Boden hier gelegt, ja? Und die ganzen Marmorsteine hier und so weiter, ja? Das waren Shudras. Ja? So in der vedischen Kultur, die Shudras, sind auch die Masse der Menschen. Das heißt, von 1000 Menschen sind 900 Shudras. Und 1000 Menschen sind 900 Shudras, 90 Vaishyas, 9 Kshatriyas und ein Brahmana. Ja? So, das zeigt doch wieder, wie speziell die Brahmanas sind. Und ein Brahmana war nicht jemand, der eben nur geboren war in einer Brahmana-Familie oder ja, mein Papa ist Akademiker, dann werde ich das auch oder so. Ja, nein, ein Brahmana, der hat alle guten Eigenschaften. Shamo, Damastapa, Shacham, Kshantir, Alcham, Evacha, Jnana, Vijnana, Astikam, Brahma, Karma, Swabhavacham. Das sind die 9 Eigenschaften, nach denen die Brahmanas arbeiten. Ausgeglichenheit, Sinnenkontrolle, Wahrhaftigkeit, Wissen, Religiosität, Sauberkeit und so weiter. Und ein Shudra, wenn du den jetzt zwingst, ein Brahmana zu sein, der kriegt die Krise. Praktisch jeder von uns, der nicht ein Brahmana ist und gezwungen wird, ein Brahmana zu sein, kriegt die Krise. Du musst total reguliert und entsagt und einfach sein, in Armut leben und so weiter. Das wollen die. Man denkt, oh, Brahmana, ich will ein Brahmana sein. Ja, wenn es keiner bist, dann wird das zur Qual. Weil das ist total strikt einfach, ja. So ein Shudra, der hat es easy, ja.
Man muss halt also einfach seine Pflicht erfüllen. Okay, so nur abgeglitten an diesem Beispiel. Ja. Das Leben ist wie die Schule, ja, und der Tod ist dann der Test. Im Moment des Todes, dann wird wie viel hast du gelernt, um die Prüfung zu bestehen? Und dann die Schlaumeier kommen, ja, ich habe 3 Doktortitel und das und das und das habe ich studiert. Und der Prüfer, ja, oder wie sagt man, der Lehrer, der Tod, der wird sagen, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Du hast das Falsche gelernt. Das bringt dir hier überhaupt nichts. Dein Armstuhl-Spekulanten-Wissen. Sogar wenn es über Krishna ist. Es gibt so viele, die so viel über Krishna wissen, aber überhaupt keine Bhakti haben. Prabhupada verurteilt die regelmäßig in der Bhagavad Gita. Die Armstuhlspekulanten, die Akademiker, er sagt, das sind Dämonen. Das sind die Dämonen, weil die Bhagavad Gita falsch auslegen. Ja? So, interessant, ja, weil was ist wirklich wichtig? Im Moment des Todes ist wirklich wichtig, was ist deine Beziehung zu Krishna? Was ist deine Beziehung zu Gott? Wie transzendental bist du wirklich? Nicht, was weißt du alles, was hast du alles? Wie viel Reichtum hast du? Wie viele Leute hast du beeindruckt, übers Ohr gehauen oder was auch immer? Wie viele Likes hast du bekommen? Wie viele Abonnenten oder was auch immer? Das zählt gar nichts. Das zählt da überhaupt nicht so. Für das, was die meisten Menschen da hart arbeiten, weil sie meinen, das ist der Sinn im Leben, das ist das Ziel im Leben, ist eine Illusion. Wie sagt man, eine Täuschung. Ja, sie arbeiten für nichts. Große Anstrengung für nichts. Und das heißt auch in der Bhagavad Gita, Nehabi Kramu Nashusti Pratyava Yona Vidyate Svaipam Api Asya Dharmasya Traite Mahadubayat. Schon der kleinste Fortschritt auf diesem Pfad kann dich vor der größten Gefahr bewahren. Aber der Pfad ist ja ein spiritueller Pfad. So jeder von uns, der im Tempel ist, nicht nur im Tempel, jeder, der Bhakti praktiziert, so gut es geht, macht gewaltige Fortschritte, es sind gewaltige Errungenschaften. Der bekommt etwas, was wirklich besteht, was wirklich Substanz hat. In dem Vers heißt es auch, dieser Fortschritt, der kann nie verloren gehen. Ja, kann nie verloren gehen. Und materielles, das ist eben materiell, ist vergänglich, das bringt nichts. Ja, so wie geht ein Devoti nun damit um? Materielles brauchen, müssen wir halt so viel entwickeln, wie wir halt brauchen. Ja, mehr soll es nicht sein. Man soll sich zufrieden geben, ja, mit dem, was einem zusteht und was man halt benötigt, um Körper und Geist zusammenzuhalten. Aber jetzt nicht, um die Welt zu genießen. Materialisten können nicht anders, weil sie kennen den höheren Genuss nicht. Visha vinivaltante niraharasadenam rasavalchang rasopyasya parangtrishtva nivaltate. Ja, es gibt einen höheren Geschmack, einen spirituellen Geschmack. Und wenn man den nicht erlebt, muss man materiell genießen, weil irgendwas will man erleben. So, wir müssen uns all dieser Dinge halt mehr und mehr bewusst sein, damit wir unsere spirituelle Praxis ernsthaft und konsequent und sehr hingegeben praktizieren. Und es ist eine Tatsache, dass wir sehen, Menschen kommen und gehen. So viele kamen hier rein und irgendwann gingen sie auch wieder. Und manchmal hat man sie nie wieder gesehen, manchmal hat sie auch Krishna nie wieder gesehen. Manchmal sind sie wirklich auch ganz weit. Und mal schauen, wie es euch so geht. Mal schauen, wer hier noch in ein paar Jahren sitzt oder immer noch im Krishna-Bewusstsein ist. Geht ja nicht darum, nur im Tempel, aber wer... Bei wem geht das wirklich tief und versteht, das ist die wahre Mission des Lebens. Und ich will so überzeugt sein und so entschlossen sein, dass ich nie wieder in meinem Leben loslasse von den Lotusfüßen von Krishna. Dass wir das immer verstehen. Ich muss bei den Lotusfüßen von Krishna Zuflucht suchen. Ich muss die fassen. Und mich festkrallen, also nicht krallen vielleicht, weil Krishna ist transzendental, aber trotzdem. Ja, aber das, wir sollen uns wirklich anhalten an den Lotusfüßen von Krishna, das heißt Zuflucht suchen. Ja, weil die materielle Welt, die treibt uns hin und her und da kommen so viele Herausforderungen und Tests. Wenn man jung ist oder relativ jung ist und idealistisch ist und überzeugt ist und praktisch ja, das alles sofort annimmt und sofort, ja natürlich, das ist es und der einzige Weg und da. Ja, mal schauen, wie lange das anhält. Und es muss tiefer gehen.
Überzeugung und Glaube muss tiefer gehen, damit dann auch in verschiedenen Lebenssituationen das beibehalten wird. Weil Maya ist tricky. Und Maya ist nicht im Außen. Wir sagen immer, Maya ist irgendwie im Außen. Maya ist irgendwie der Teufel oder so. Ne? Maya ist nicht der Teufel. Maya sind unsere eigenen Probleme. Und die schlimmste Maya, die ist da drin. Die ist der Geist. Man kann sagen, es sind die Verführungen dieser Welt. Ne? So, an jeder Ecke gibt es dann irgendwelche Verführungen und dann wird getestet. Wie sehr willst du Krishna oder wie sehr willst du eben etwas anderes? Ja, so vieles müssen wir tun. Gerade in der Phase, wo wir diese Inspiration haben, ist sehr wichtig, dass wir sehr Zuflucht suchen in Srila Prabhupadas Büchern und diese Lehre tief verstehen. Ja, diese Lehre sehr verstehen und überzeugt sind davon, weil dieses Wissen, das kann uns schützen. Weil wie gesagt, der Geist ist stark, die Sinne sind stark. Ja, Krishna erklärt das, wo der Feind positioniert ist. Ja, es gibt einen Feind und der Feind bringt uns weg von Krishna. Das ist, der Feind ist, der macht das, der bringt uns weg von Krishna. Mit verschiedensten Taktiken. Aber Krishna ist so hilfreich und sagt uns in der Bhagavad Gita, wo der Feind ist. Er sagt mal, wer der Feind ist, wie der funktioniert und wo der ist. So, und wer ist der Feind? Ja, Maya. Und in welcher Form? Wir wollen dem Kind einen Namen geben. Wir wollen der Maya einen Namen geben. Lust. Ja, besonders Lust. Krishna sagt, Lust ist der Feind, der alles verschlingende Feind dieser Welt. Weil Arjuna fragt Krishna und sagt, ja, warum handelt ein Mensch sündhaft und schlecht, obwohl er oft sogar weiß, dass es nicht gut ist, wie wenn er gezwungen ist, wie getrieben. Und Krishna sagt, Kama Isha, Krodha Isha, Raja Guna Samudbhava, Mahajana, das hast du mich durcheinander gebracht, Kama Isha, Krodha Isha, Raja Guna Samudbhava, Mahajana Mahapapma, Viti Enam Iha Vairinam. Es ist Lust, die dann später in Zorn verwandelt wird. Und sie ist der alles verschlingende Feind dieser Welt. Kenne diesen, und er sagt, wie die Enam Iha Vairinam, kenne diesen Feind. Ja, wie wenn du in einen Kampf gehst, in einen Boxring steigst, oder ich weiß es nicht, oder in irgendeinem Kampf, in irgendeiner Auseinandersetzung. Was macht ein guter Sportler oder Kämpfer? Der informiert sich genau, wer ist mein Gegner. Ja, im Fußball ja auch. Ne? Die wissen genau, gegen wen spielen sie. Und die versuchen herauszufinden, wo sind die Schwachstellen, wie können wir den Feind besiegen. Das ist eine der wichtigsten Herangehensweisen, wie ich einen Feind besiegen kann, indem ich meinen Feind genau kenne und verstehe, wie kann ich ihn besiegen. Wenn ich gar nichts über den Feind weiß, wird es schwierig. Ja, so ein Krishna sagt, kenne diesen Feind. Und wo ist dieser Feind? Im Geist, in der Intelligenz und in den Sinnen. Da ist die Lust. Und Prabhupada erklärt in der Erläuterung, wir müssen wissen, wo der Feind strategisch positioniert ist, um in dieser Schlacht zu gewinnen. Ja. Weil, warum ist Lust der Feind? Weil Lust ist das, die Kraft, die uns wegbringt von Krishna. Ja. Lust ist die Kraft, die bringt uns weg von Krishna. Jetzt denken wir, oh, ich will ein Devotee sein. Ich will zu Krishna. Ich will nach Goloka Vrindavan. Ich will ein Devotee sein. Und Lust sagt dir, willst du nicht. Brauchst du nicht. Ist nicht so wichtig. Da gibt es noch viel Besseres. Das ist, was Lust sagt. Lust sagt, da gibt es was viel Besseres als Krishna. Wir mögen es vielleicht nicht so konkret denken, aber unsere Handlungen zeigen es. Praktisch, wenn man irgendwas anderes macht als Nava Vida Bhakti, also die neunfache Art des hingebungsvollen Dienstes, hören, chanten, sich erinnern und so weiter. Es gibt 8 Arten, wie man Bhakti Yoga praktizieren kann. Wenn man irgendetwas anderes tut als das, ist das eigentlich eine Aussage, Krishna ist nicht so gut. Weil sonst würde ich ja immer Bhakti Yoga praktizieren. Ja. Und woher kommt es, dass wir nicht Bhakti-Yoga praktizieren? Es kommt eben von Lust, weil Lust ist der Drang, egoistisch und selbstisch zu genießen, unabhängig von Krishna.
Ja, Kama, Lust, ist das Gegenteil von Prema, von Liebe zu Krishna. Prema ist Liebe zu Krishna. Da ist die Motivation, ich möchte was für Krishna tun, ich möchte Krishna erfreuen. Wie es hier heißt, Prabhupada sagt, man stellt die Sinne von Krishna zufrieden. Und Lust will die eigenen Sinne zufriedenstellen. So, jetzt darf man aber nicht denken, oh nein, ich habe noch Anhaftung in die materielle Welt, ich bin ein Sünder und wir müssen uns jetzt selbst kasteien oder so. Das ist nicht der Weg. Der Weg zum höheren Geschmack ist nicht die Entsagung. Ist eigentlich nicht die Entsagung. Manchmal denken das die Votis am Anfang. Die sagen dann, ja, und das habe ich schon einen Monat lang nicht geraucht und Fleisch essen tue ich auch schon nicht mehr. Ich bin jetzt schon so gut auf dem Weg des Bhakti-Yoga. Das ist eigentlich nicht wirklich unser Prozess. Ich weiß auch nicht, warum wir das so stark betonen. Ja, die vier Prinzipien hauen wir uns um die Ohren. Sind natürlich wichtig, aber eigentlich kann man die nur wirklich praktizieren über längere Zeit, wenn man Geschmack hat an den positiven Praktiken des Krishna-Bewusstseins. Wenn man Geschmack hat für den heiligen Namen, man gerne über Krishna liest und hört, man gerne Kirtan macht, Krishna verehrt. Das ist eigentlich der Weg, wie man wirklich Lust überwindet. Nicht indem man keine Maya. Wir überwinden Maya nicht, indem wir Maya entsagen, sondern indem wir Anhaftung an Krishna entwickeln. Deshalb da müssen wir tief gehen, mehr chanten, mehr lesen, mehr verstehen über Krishna. Und dann wird uns das so inspirieren, dass wir dadurch kein Interesse mehr haben an der materiellen Welt. Dadurch kommt Entsagung. So, eigentlich sollten wir Entsagung nicht separat praktizieren. Eigentlich nicht. Ist nicht unser Prozess. Machen wir Fragen am Schluss, okay? Versuchst du zu merken. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für die neuen Devotees, weil manchmal denkt man so, oh Gott, ich habe noch Anhaftung an dies und jenes und ich bin so schrecklich und so. Und natürlich ist ja nicht so, dass nur weil ich jetzt einen Schritt in den Hare Krishna Tempel gemacht habe, meine Maya ist draußen geblieben. Ja. Die kommt ja natürlich mit, weil wir haben Leben für Leben waren wir in der materiellen Welt. Und da müssen wir mit uns selbst ein bisschen verständnisvoll sein und auch mit den neuen Devotees verständnisvoll. Ist ja ganz klar, ja ganz normal, dass man Anhaftungen hat. Aber die Alternative oder die Lösung ist, Anhaftung an Krishna entwickeln. Und das ist schwer und leicht. Es ist leicht, weil jeder kann Krishna-Bewusstsein praktizieren, jeder kann chanten, aber es ist schwierig, weil du musst das wirklich mit dem Herzen machen. Und den Geist kontrollieren, Intelligenz kontrollieren, sogar die Sinne kontrollieren, ist in einer Hinsicht leichter als das Herz sozusagen zu kontrollieren. Weil das Herz, was ist das? Das ist so esoterisch gesprochen. Ja? Und das ist auch das subtilste Element sozusagen. Da geht es ja auch um die Liebe, geht es um Aufmerksamkeit. Und das in Krishna zu investieren, das ist nicht so leicht. Aber das ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist eigentlich der Yoga des Herzens. Ja? Und das zu entwickeln, ist nicht so leicht. Da muss man schon ein bisschen reflektieren und das herausfinden, was das ist und wie das geht. Weil das ist das Gegenteil sozusagen vom falschen Ego. Und auch die Devotees praktizieren noch viel Bhakti aus dem falschen Ego heraus. Und das ist jetzt auch nicht verdammenswert, das ist normal, weil wir das ja auch immer so gemacht haben. Alles, was man tut, tut man aus dem falschen Ego. Und so machen wir auch Bhakti-Yoga aus dem falschen Ego. Ja, jetzt bin ich schon, ja, ich glaube, das machen alle Devotees. Alle Devotees zählen die Zeit, in der sie, wie lange sie schon Devotees sind. Ja, jetzt bin ich schon 2 Monate ein Devotee. Ich kann mich erinnern, als ich am Anfang im Tempel war, ich habe praktisch jede Woche gezählt. Oh, jetzt bin ich schon 3 Wochen im Tempel. Und wenn ich auf Buchverteilung war, habe ich immer nachgedacht, was kann ich den Leuten denn schon sagen? Ich mache das schon seit 5 Wochen. 5 Wochen bin ich schon im Tempel. Ne? Und dann eine Woche ist vergangen und dann konnte ich sagen, jetzt, ich bin schon 6 Wochen, mache ich das schon. Und dann das erste Jahr, ich bin schon 1 Jahr Devotee. Wow, ich bin schon so lange dabei. Ja, weil es ist ja so eine hohe Fluktuation. Wenn du 1 Jahr im Tempel bist, da sind schon so viele Neue, du bist schon so weit aufgestiegen in der Rangordnung, weil da bist du schon Senior Devotee, weißt du? Ja, und die kommen da ganz neu und die haben noch keine Ahnung von irgendwas. Ne? Und du bist schon 1 Jahr dabei und kennst dich aus und weißt, wo was steht und wo das Prasadam zu finden ist. Und dann, ich erkläre dir das mal, komm mal. Ne? Ja. Und dann bist du schon 2 Jahre dabei. Boah, 2 Jahre, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Mal 2 Jahre, ich bin ja schon so lange dabei.
Und so bläst sich das Ego halt auch auf von verschiedenen Dingen. Ne? Ich bin schon so lange dabei, ich kenne schon so viele Verse, ich habe schon so... Wie oft habe ich nicht Bhagavad Gita schon gelesen? Ne? Boah, ich habe schon so ein Zahlenbewusstsein. Ne? Wie viele Bücher habe ich nicht verteilt? Und dies und jenes. Ekadashi, so viele Kadashis, was auch immer. Und so blasen wir uns auf. Falsches Ego. Und aus dem heraus praktizieren wir, ja, okay, ich chant noch ein bisschen mehr, ich mache noch ein bisschen mehr, dass ich noch mehr eine Kerbe in meiner, wie sagt man, in meinem ja, Buch da habe. Ne? Noch was, wow, ja, habe ich auch gemacht. Indien, ich war schon in Indien. Ah, du warst noch gar nicht in Indien? Was in Indien? Ah, ich erzähle dir mal was über Indien, heilige Orte, und da war ich überall schon, überall drinnen geschwommen. In all den heiligen Teichen und so habe ich, ja klar, natürlich. Ja. Ja. So, ja, Ego ist da, ist noch da. Und deshalb, Bhakti-Yoga ist der Yoga des Herzens, da gibt es das nicht mehr. Da versteht sich der Devote als, wie es hier heißt, da er weiß, dass er der ewige Diener des Herrn ist. Und Diener heißt, ich bin niedriger. Und nicht nur, weil ich mir das jetzt hier steht es ja, und weil es hier steht, muss ich mir das immer in den Kopf hauen, ich bin ein Diener, ich bin ganz niedrig, ja? Sondern man macht das aus Demut und Überzeugung, weil man versteht, ich bin ein winzig kleiner Teil. In der Bhagavad Gita heißt es, Prabhupada erklärt es, die Seele ist der zehntausendste Teil einer Haarspitze, so groß sind wir. Ich bin so winzig klein, ich bin so klein, ich kann es nicht mal so hier abmessen, da sitze ich hier in meinem Herzen und jetzt ja, tue ich das so wichtig, ne? Da war ich so winzig kleines spirituelles Stückchen, sind wir da. Spirituelles Fragment. Und in der materiellen Welt, ja, da ist man dann so. Und auch als Devoti dann. Ja, das hat Prabhupada mal so eine Geschichte erzählt an einen Devoti, der sich da gerade ein bisschen wichtig gefühlt hat. Und Prabhupada sagt zu ihm: Schau mal, da gibt es Mahavishnu. Jeder von euch kennt Mahavishnu, ja? Kennt jemand nicht Mahavishnu? Mahavishnu. Ha? Mahavishnu, das ist der Vishnu, eine Erweiterung von Krishna, von denen gehen die Universen aus. Und in den Veden heißt es, es gibt unzählige Universen. Also dieses Universum, wenn du rausschaust, das ist nur eines, das ist ein riesiger Hohlkörper und gibt unzählige und die gehen von Mahavishnu aus. Also das ist eine riesige, gigantische, mega gigantische Form von Krishna. Und Prabhupada erklärt, schau mal, da ist dieser riesen Mahavishnu. Und von dem geht es ein gigantisches Universum aus, von denen es unzählige gibt. Und in diesem riesigen Universum, mit all seinen Planetensystemen, Galaxien, da gibt es einen Ort, eine riesige Kugel, ja, die im Vergleich zu diesem riesen Raum nur so winzig ist. Weil diese Universen sind auch wie Senfkörner für Vishnu. Für uns ist gigantisch, aber für Mahavishnu so ein Universum ist wie ein Senfkorn. Also ganz winzig klein. Und in diesem winzig kleinen Universum, ja, so hat es Prabhupada erzählt, winzig kleinen Universum, da ist so ein winzig kleiner Planet, den kannst du gar nicht mal sehen, der nennt sich Erde. Und auf diesem winzig kleinen Planet Erde, den man gar nicht mal sehen kann, ist so ein winzig kleines Land, das heißt Nordamerika. Das ist so unbedeutend, das interessiert überhaupt niemanden, interessiert Nordamerika. Ja, das ist so nichts vom Nichts. Ja. Und in diesem unbedeutenden Nichts von Nordamerika gibt es eine noch unbedeutendere Stadt, die heißt Los Angeles. Und in dieser nichtigen Stadt Los Angeles gibt es eine Straße, die heißt Wadsworth Avenue. Und da gibt es einen Hare Krishna Tempel, einen winzig kleinen Hare Krishna Tempel. Und da sitzt so ein winzig, winzig kleiner Devotee, und zu dem Devotee, zu dem was gesagt hat, ein winzig kleiner Tamal Krishna, und glaubt, er ist sehr wichtig. Und er glaubt, er ist sehr groß. Der glaubt, er ist sehr groß und sehr wichtig und alles dreht sich um ihn und alle drehen sich um ihn. Ja, und so wurde der Devote nach jedem Mal bei Prabhupada so erklärt, immer kleiner. So, ja. Ja, Prabhupada hat ja recht, ne? Ich bin so klein, aber fühle mich so groß und wichtig und bedeutend. So ein Devote, der versteht all das. Ich bin einfach nur winzig kleines Teilchen von Krishna. Wir sind nicht unwichtig, ja? Das heißt nicht, dass man unwichtig ist, aber wir sind so winzig klein und wir sind Diener von Krishna. Wir sagen, Krishna ist so groß, so gigantisch, so herrlich, so intelligent, so mächtig. Der kontrolliert alles. Was bin ich im Vergleich zu Krishna? Überhaupt nichts. Aber ich darf sein Diener sein. Ich darf ihm dienen.
Deshalb, ich bin natürlich untergeordnet unter Krishna. Ganz natürlich, das ist nicht irgend so ein Slogan, was man sich einredet oder irgendwie so ein mentales Training. Das ist einfach Tatsache. Das ist einfach eine Tatsache. Und deshalb ist ein Devoti vor dem Herrn so, weil er das alles versteht, wirklich verwirklicht, sehr demütig und bescheiden. Und dann sieht ein solcher Devoti die ganzen Vaishnavas, die sich in Krishnas Dienst beschäftigen, die ganze Zeit Hare Krishna chanten, Krishna dienen und so weiter. Und er sieht, oh, das sind Vaishnavas, das sind Diener des Herrn. Und deshalb ist er zu allen Vaishnavas total demütig und bescheiden und sieht sie auch als seine Meister. Das ist das Zeichen von einem Devoti, der nicht nur sagt, oh, Krishna ist so wunderbar, aber wer seid ihr überhaupt und was macht ihr hier? Ja, ich bin viel besser. Sondern der sich niedriger sieht als alle anderen. So, das heißt Diener von Krishna sein. Ja, das heißt Diener von Krishna sein. Und das ist Bhakti-Yoga. Das ist das Gegenteil vom Ego. Weil das Ego will sich aufblasen und das will genießen und will kontrollieren und hält sich für sehr wichtig. Ja. So, wenn wir da, und deshalb habe ich gemeint, deshalb ist Bhakti-Yoga und vom Herzen praktizieren, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, das ist nicht leicht. Aber wenn wir das mal ein bisschen herausfinden, wie das funktioniert, diese Stimmung entwickeln, dieses Verständnis, diese Verwirklichung und verstehen, ach, so sollte ich eigentlich denken, so sollte ich eigentlich fühlen, aus dem heraus sollte ich handeln, dann wird unser spirituelles Leben sehr effektiv und sehr schnell, wir werden sehr schnell Fortschritt machen und wir werden sehr schnell diesen höheren Geschmack kosten. Und dann sieht man einen gewaltigen Unterschied in Erfahrung, in Freude. Ja, Chaitanya Mahaprabhu sagt, das ist der Weg, wie du immer Hare Krishna chanten kannst. Wenn du dich niedriger dünkst als das Stroh in der Gasse, duldsamer bist als ein Baum, frei von allem falschen Geltungsbewusstsein, zu denken, ich bin was, indem du allen anderen Respekt und Ehre weißt, ohne Respekt und Ehre für dich selbst zu erwarten. Und dann sagt, dann kannst du den Heiligen Namen immer chanten. Dann erfährst du diesen höheren Geschmack. Ja. Und dann versteht man sich als Diener, dann versteht man sich als Seele, dann versteht man, ich bin nicht dieser Körper. Dann ist man auch nicht mehr so stolz auf den Körper. Dann ist man so stolz auf und ich bin so schön. Ich bin so. Ja, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel reinschaue, das ist wie wenn ich so ein Kunstwerk betrachte. Ja, das ist so, sollte man jetzt so abfotografieren und abmalen und dann an jede Wand hängen. Ja, das alles sehen können. Ja, ich bin so schön. Oder ich bin so intelligent. Bin vielleicht nicht so schön, ich bin realistisch, aber ich bin extremst intelligent. Ich bin nicht nur extrem intelligent. Und diejenigen, die nicht intelligent sind, die denken sich vielleicht, aber Gott, ich bin nicht so intelligent, da bin ich schon realistisch, aber dafür bin ich so charismatisch oder so. Oder was auch immer. Irgendwo haben wir so unsere... wo wir uns noch ein bisschen irgendwie retten können, wo wir unsere miserable materielle Existenz noch irgendwie zum Guten wenden können. Ja? Wo wir irgendwie was finden, was wir eine Lupe draufhalten und sagen, ja, da bin ich besonders. Ja? Wenn das nicht wäre, dann würde man einfach ein als Häufchen Elend einfach dahinschmelzen, ja? Sich gleich die Kugel geben können. Mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin nicht besonders, deshalb hat mein Leben keinen Sinn. Aber wir sind besonders als Diener von Krishna. Dann brauchen wir diese materiellen Schmuckstücke und Ornamente auch gar nicht. Das sind nur Dekorationen auf einem toten Körper. Was bringt das, ja? Eine Leiche zu dekorieren. Ja, alle materiellen, diese ganzen Einbildungen, das sind einfach nur Dekorationen, Ornamente auf einem toten Körper. So, und die wahren Schmuckstücke, das sind spirituelle Schmuckstücke. Bist du der DJ? Was machst du da? Soundmanipulation. Ja, muss aber leiser machen, das ist jetzt zu laut. Das ist übersteuert. Aber ich bin eh schon vorbei, fertig. Ja? So, das sind wichtige Dinge und das ist sehr gut. Krishna-Bewusstsein, das ist richtig tiefenpsychologisch. Da geht man richtig tief hinein. Man wird vielleicht ein bisschen schockiert an manchen Punkten, wenn man mal der Wahrheit ins Auge sehen muss, ja, wo man wirklich steht, wenn diese Illusionen von einem fallen, diese Schichten des falschen Egos. Aber es ist gut, weil man kommt dann letztendlich zum wahren Ego, was wirklich schön ist und wirklich wunderbar und transzendental und einfach herrlich ist. Und das ist eben dieses Verständnis, ein Diener von Krishna zu sein und in diese Beziehung wieder einzutreten. Und dann wird man auch wirklich glücklich.
Ja, so deshalb bleibt dabei, da kommt noch ganz viel. Es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Es bleibt nicht immer so dunkel. Es wird besser. Es gibt immer, es ist auch eine Berg- und Talfahrt, Krishna-Bewusstsein, aber es geht in die richtige Richtung. Es ist eine Berg- und Talfahrt in die richtige Richtung. Such Zuflucht bei Krishna, such Zuflucht bei den Devotees. Lern zu verstehen, dass ohne Devotees kann man eigentlich nicht leben. Sehr, sehr schwierig. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ohne Devotees zu leben. Das Ego denkt zwar, ich kann das auch alleine. Ja, ich kann auch zu Hause lesen, chanten und so weiter. Aber wir brauchen Devotees auf jeden Fall. Und wir brauchen ihre Barmherzigkeit. Wir brauchen ihr Segen und Unterstützung. So deshalb, wir sind alle sehr vom Glück begünstigt in so einer kleinen Community hier. In so einer kleinen Oase, ja, inmitten der materiellen Wüste leben zu können. Wertschätzen, wir sollen das sehr wertschätzen, nicht leicht nehmen. Ihr dürft Krishna-Bewusstsein praktizieren, nicht ihr müsst oder jetzt muss ich das machen, jetzt bin ich da gezwungen oder wie bin ich da reingeraten. Nein, ihr dürft, das ist ein großes Privileg. Seht das immer so, nutzt das und dann könnt ihr das auch ernsthaft und lange praktizieren, was euch eben Krishna bewusst macht. Hare Krishna. Irgendwelche, du, Moses wollte was. Ja, hat sich eigentlich erledigt. Okay. Sonst irgendwas anderes? Irgendeine Frage, Kommentar, Anmerkung, Zweifel, Unstimmigkeiten, Herausforderungen, Advaita. Kannst du bestätigen, zu Hause viel Zeit zu haben, um zu lesen und das ganze Krishna-Bewusstsein zu praktizieren? Funktioniert gar nicht. Man denkt das so. Haben wir nicht zu Hause und dann muss ich nicht das und das und das und das und das und das, dann kann ich endlich das machen, was ich will. Das für Krishna. Und dann am Ende machst du gar nichts. Weil dann kommen die Zeitstehler, wie sagt man da? Hm. Ja. Die Mannschaft ist ja schon. Also und ist inspirierend, ja. Ist sehr inspirierend. Ja. Aber ich muss schon sagen, wir wollen jetzt ja auch nicht so sagen, hey, nur im Tempel geht's. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht so extremistisch sein, die Hare Krishna-Extremisten, die Radikalen. Wir sind hier in so einem Konzentrationslager, sondern ja, wir konzentrieren uns ja auch sehr. Konzentrationslager, transzendentales Konzentrationslager, konzentrieren uns auf Krishna. Sondern klar kann man in verschiedensten Situationen Krishna-Bewusstsein praktizieren, aber es dennoch. Die Gemeinschaft von Devotees ist extremst hilfreich und wird über alles gepriesen in all den Schriften und von großen Meistern. Ja, ist auf jeden Fall so. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch im Krishna-Bewusstsein und bis später. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Nitai Go Premanande. Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna.